Es ist 14 Uhr, damit herzlich willkommen zu MDR um 2. Schön, dass Sie bei uns sind und wir zeigen Ihnen heute, welches Chaos Wildschweine in einem Kurpark in Thüringen hinterlassen haben. Das sind schon drastische Bilder, kann man sagen. Und diese Themen haben wir auch noch für Sie. Und wir beginnen mit einem fliegenden Auto und einem anschließenden Totalschaden. Der Fahrer war offenbar so betrunken, dass er seinen Wagen nicht mehr unter Kontrolle hatte. Im Vorgarten einer Tierarztpraxis endete dann seine Fahrt, besser gesagt direkt in der Hauswand. Liebe Zuschauer, kennen Sie das Lied "Kommt ein Karpfen geflogen, setzt sich nieder" und so weiter? Kennen Sie wahrscheinlich nicht. Machen Sie sich nichts draus, wir kannten das Lied auch nicht und auch nicht Ingrid Handrak, bis jedoch tatsächlich ein Karpfen direkt auf ihr Auto flog. Und zugetragen hat sich diese Geschichte in Sachsen bei dem kleinen Örtchen Rietchen. Erika ist ja bekannt für spektakuläre Verfolgungsjagden. Da jagen mehrere Polizeiautos über den Highway, um einen Täter zu fassen. Doch solche Bilder gibt es tatsächlich auch auf deutschen Straßen. Und oft genug werden bei solchen Verfolgungen Unbeteiligte verletzt oder es geht noch schlimmer aus. Doch wie weit darf die Polizei bei solchen Verfolgungen eigentlich gehen? Wir sind mal mitgefahren. Und jetzt begleiten wir eine Gruppe Fotografen in der sächsischen Schweiz. Sie setzen sich Grubenlampen auf und laufen nachts durch den Wald. Ja, was nach einer irren Idee klingt, entpuppt sich als großartiges Projekt, um das Elbsandsteingebirge mal mit ganz, ganz anderen Bildern zu zeigen. Denn aus tausenden Einzelfotos machen die Fotografen dann einen Film. Die sächsische Schweiz im Zeitraffer. Und wir waren dabei. Wildtiere, Rehe oder Hirsche zum Beispiel, treffen die meisten von uns ja vor allem in Restaurants. Und zwar als Braten auf dem Teller. Dass dort, also im Restaurant, allerdings ab und zu auch mal ein lebendes Exemplar vorbeischaut, das zeigt folgendes Video aus einem Hotel in den USA. Jetzt geht es hier um einen Beruf, bei dem ist das Risiko gewissermaßen einkalkuliert. Wie man sieht, Stuntmen machen Nummern, da stockt einem der Atem. Sie lassen sich anzünden oder springen aus zig Metern Höhe. Das ist mitunter lebensgefährlich. Weil aber unser Reporter Jan Beskort von Natur aus eben ein bisschen größenwahnsinnig ist und weil ein Colt für alle Fälle schon immer seine Lieblingsserie war, hat er jetzt mal eine Stuntschule besucht. Jede Frau kennt dieses Gefühl, liebe Zuschauer. Man kauft sich neue Schuhe. Die Absätze sind schön hoch, der Gang sehr sexy. Doch dann tritt man auf Kopfsteinpflaster und alles ist hin. Der Gang watschelnd, der Absatz zerkratzt. Ja, vor allem in Chemnitz scheint das viele Frauen zu ärgern, denn die Nachfrage für einen neuen Stöckelschuhkurs ist dort ziemlich groß. Und jetzt schauen wir noch einmal in die sächsische Schweiz, im Schnelldurchlauf sozusagen. Denn dort hat eine Gruppe von Fotografen über Jahre hinweg atemberaubende Bilder gemacht. Bei Wind und Wetter, im Sommer und im Winter. Ja, herausgekommen ist ein Blick auf die Region, wie es ihn so wohl bisher noch nicht gegeben hat. Das Elbsandsteingebirge im Zeitraffer. Und mit diesen sensationellen Bildern verabschieden wir uns schon wieder für heute. Vielen Dank Ihnen fürs Einschalten und weiterhin noch einen wunderschönen Nachmittag hier im MDR. Auf Wiedersehen, machen Sie es gut.